Was geht ab, meine Flexer? Willkommen in diesem neuen YouTube-Video. Adam meinte, ich soll in diese Kamera gucken, weil es die Hauptkamera ist. Hi. Wir haben wieder Bikes von euch bekommen. Und zwar werde ich in diesem Video dann drei bewerten. Wir fangen auch direkt mit dem ersten an. Clemens GTR heißt der Kollege. Und er hat mir hier einen Text geschrieben, der ellenlang ist. Aber ja, so macht man das halt, wenn man sein Bike liebt und jedes Detail auch aufzählen möchte. Es handelt sich um eine Dyna Street Bob von 2014. Mit dem 103er Motor mit sagenhaften 1800 Kilometern auf dem Tacho. Custom Made von Bike Trade Hamburg. Ich kenne die Jungs, schöne Grüße. Die machen echt coole Umbauten. Wir haben eine Pencil-Abgasanlage, mechanisch verstellbar. Ja, das erinnert mich auf jeden Fall an, meine Geschichte mit dem lieben Polizisten, Herrn diesen verfickten. Wenn ihr dazu ein Video nochmal separat haben wollt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, dann erzähle ich euch, wie meine Dyna damals beschlagnahmt wurde, mit welchem Grund und wie das Ganze verlaufen ist oder wie das Ganze noch verläuft, denn das Verfahren wurde noch eingestellt. Umbauten, wie gesagt, die Pencil-Umlage haben wir, einen CSC offenen Luftfilter, kurzer Heckfender, Sozius-fähig, 200er Metzler Marathon-Hinterrad-Umbau, also der gleiche Reifen, den ich hatte, Metzler-Reifen vorne, muss man ja, seitlicher Kennzeichenhalter von Iron Optics, schwarze Speichencover vorne und hinten, Griffe und Fußrasten Alu-Optik, LED-Scheinwerfer, Iron Optics Tanklift, Hollywood Bar, vorverlegte Fußrastenanlage, LED-Blinker vorne, Iron Optics Blinker hinten, Kellermann Arto, das sind diese ganz kleinen, 3-in-1, Lampenmaske, Firma Custom Access, kenne ich nicht, Spiegel Original, Harley Zubehör, progressive Suspension Dämpfer, Derby Cover in Sky Optik, Time Cover Sky Black, schwarze Faltenbelge, schwarze Gabelcover von Iron Optics. Die beiden Bilder, die ich hier bekommen habe, sieht auf jeden Fall sehr stimmig aus. Alles schwarz gemacht. Mich würde interessieren, aber so wie es aussieht, ist es eine 17 Zoll Felge hinten. Also die Originale, ich hatte bei meiner von 17 auf 18 gewechselt, weil ich das mag, wenn hinten der Gummi halt ein bisschen schmaler ist. Aber hier sieht es auf jeden Fall auch schön aus. Was man dazu sagen muss, das ist ja das gleiche Modell wie ich hatte. Ich hatte auch eine 2014er und du hast ja normalerweise bei der Dyna die Stratze. Die wurden hier von den Jungs quasi geflext hinten am Dämpfer und dadurch hat man halt viel, viel mehr Optik vom Rad. Sieht halt alles ein bisschen bulliger aus und wirkt nicht mehr so richtig wie so eine Dyna. Lenker ist cool, finde ich richtig gut. Ja, vorverlegte Fußrasten sind ein Muss bei den Modellen gewesen. Also für Leute, die über 1,75 sind, ging es gar nicht anders. Ansonsten die Maske finde ich mega. Ja, die erinnert mich so ein bisschen an eine Lowrider S. Die Speichencover finde ich auch richtig cool. Achte bitte nur drauf, wenn die mal irgendwie Feuchtigkeit abbekommt, dass die Feuchtigkeit sich hinter den Covern sammelt und dann anfangen, die Speichen zu rosten, also so Flugrost bilden. Nicht so eine schöne Sache. Ja, an sich ein sehr, sehr stimmiges Bike. Würde ich direkt so nehmen, fahren. Alles richtig gemacht. Und mit der Kilometerlaufleistung wirst du hoffentlich noch viel Spaß damit haben. Okay, zweiter im Bunde ist der Harley Bully Des oder nur Des. Er hat mir nicht viel geschrieben, er hat mir nur Bilder geschickt. Ist eigentlich eine Ultra Glide, aber komplett Bagger-Umbau mit Jack Glenn High 2017er 107 Cubic Inch. Gut, das ist sehr kurz gehalten. Dann manövriere ich mich jetzt quasi mal durch und guck mal, was er da umgebaut hat. Schöner Tourer auf jeden Fall. Und wie schon geschrieben, hier mit Beinschildern der andere Frontfender, dieser Rapid Frontfender, der um das Rad rumgeht, finde ich sehr stimmig. Habe ich überlegt, dass ich bei mir auch noch einbaue. Farbkombination finde ich cool mit diesem Rot und Schwarz. Harley-Logo in Rot. Ah, jetzt verstehe ich den Sinn, weil er hat einen Sitz in Rot, so wie meiner, so ein gesteppter mit Rotnähten. Sieht natürlich mega aus. Und hinten so zwei Zierleisten drin. Ja, auch schön tiefes Heck, tiefe Koffer. Er hat noch das alte Boom-Audio-System, also das, was ich habe, das 6,5er GTS. Komisch, warum hat denn das noch? Kann sein, dass das die letzte Modellbaureihe davon war. Ansonsten, ja, ein anderer Lenker ist drauf, Heck umgebaut quasi mit diesen seitlichen Blinkern und Rückleuchten in einem. Habe ich auch überlegt, ob ich es bei mir mache, weil ich es echt schön finde. Was ich cool finde, ist das Logo auf dem Sitz. Ich habe jetzt hier für euch mal ein Bild eingeblendet mit dem Sitz von oben mit der Draufsicht. Dann hat er hinten an der, am Steißbein quasi so dieses HD-Bahn-Sheet-Logo drin eingestickt. Sieht schon sehr schick aus. Oh, ich sehe gerade, er hat auch die Boxen in den Seitenkoffern. Ist natürlich cool. Stimmiges Bike, auf jeden Fall. Ihr kennt meine Meinung zu Tourern. Wer einmal eine Tourer gefahren ist, der will auch keine andere mehr fahren. Also von daher, man hat so viel Platz, es ist so bequem, man kann alles damit erledigen. Wir können ja gerne mal einen Alltagstest machen mit meiner Harley. Dann machen wir mal so von morgens bis abends unterwegs sein, mit Einkaufen fahren, mit zum Sport fahren, mit
allem, was drunter dazugehört, mit Freunden treffen und Co. Und dann vielleicht auch noch Essen holen beim Lieferservice, also beim Imbiss oder so, und dann mitnehmen und gucken, wie gut kommt man damit an. Können wir gerne mal machen. Des, schönes Motorrad, herzlichen Glückwunsch zu einer neuen Errungenschaft. Unfallfreie Fahrt und wir gucken uns den nächsten an. Der Tristan ist ein guter Kumpel von einem Kumpel von mir, dem Costa. Costa, schöne Grüße an dich an der Stelle. Der das Ganze hier so ein bisschen in die Wege geleitet hat. Jo, Fabi, ich bin der Kollege von Costa, der sehr gerne mal in einer Folge Ich bewerte eure Bikes mitmachen würde. Ich besitze eine Fatboy Special und habe folgende Umbauten vorgenommen. So ziemlich alles ist schwarz gepulvert. 3-in-1 Kellermann-Blinker, Müller, Tieferlegungskit, gekürzter Frontfender und hinten ein NCC-Fender, Speichenräder natürlich schwarz beschichtet, ein MSC-Lenker 32 mm schwarz, Diamond-Cut-Griffe, Thunderbike-Blinker, seitlicher Kennzeichenhalter, Edge-Cut-Spiegel, schwarz beschichtet, Sitzbezug, Alcantara, vorverlegte Fußrasten, Jackland, Haltauspuffanlage, Klappenauspuffanlage, dreistufig. Schwarze LED-Lampe, machen lassen habe ich das alles bei BSB. Custom, Nähe Frankfurt, ich würde mich über die Teilnahme sehr freuen und auch über ein ehrliches Feedback. Das kriegst du jetzt, Tristan. Also, wir sehen hier ein Bild, wahrscheinlich ist das der liebe Tristan. Ja, mega. Also, ich feiere ja sowieso diese komplett Blackout-Bikes, gerade wenn man wirklich so Liebe ins Detail hat und jeder Part perfekt matcht und vielleicht so ganz kleine Nuancen irgendwo mit Chrom und irgendwas mit drin sind. Aber hier sieht man halt, er hat es richtig cool gemacht, relativ gechoppt, alles kurz gehalten, breit, so wie so eine Nightlord aufgebautes Bike. Aber dafür finde ich die Fatboy viel, viel geiler. Dann haben wir hier das Bild von der Seite. Der Krümmer musste eigentlich auch ein anderer sein, weil die enden beide auf gleicher Höhe, die Auspuffanlage, also die Endkappen von den Jackal. Das heißt, der Krümmer ist anders, gefällt mir. Auch der kleine Frontfender gefällt mir richtig gut. Was mir richtig gefällt, sind die Felgen, dass sie sehr klein sind und so einen typischen Bobber-Look haben, so einen Fettbobber. Müsste eigentlich auch vorne eine 7-Zoll-Maske sein, die dann noch so einen richtig bulligen Blick, ja, ist eine 7-Zoll-Maske. Hat so einen richtig fetten Blick vorne dann dadurch. Einen schönen Lenker, einen schönen breiten, so ein bisschen wie so ein Hollywood-Bar, der so ein bisschen geschwungen ist. Finde ich auch echt schick. Fettes Vorderrad, Metzler-Hinterrad, sieht man hier vielleicht die Abmaße. Aber eigentlich müsste das ein 200er, wenn es eine alte ist, oder ein 240er, wenn es ein neueres Modell ist. Aber das sehe ich hier auf dem Bild, glaube ich, ganz gut. Das sieht aus wie ein 200er Reifen. Das ist schon sehr, sehr stimmig auf jeden Fall. Seht ihr auch mit dem Heck, wie es so perfekt sich anpasst ans Heck und quasi nicht zu weit rausguckt oder so. Weil ich finde es hässlich, wenn das Heck endet und das Rad auch quasi so gedrungen aussieht. Also ein bisschen Luft muss da noch bleiben, dass alles so ein bisschen entspannter aussieht. Tristan, richtig cooles Bike. Schöner Sitz auch mit dem Alcantara. Ist natürlich blöd, wenn es regnen sollte. Dann bist du da ein bisschen am Arsch. Aber ansonsten, mir gefällt's. Schick. Und damit hätten wir diese Folge beendet, Freunde. Wenn ihr auch gerne in der nächsten Folge dabei sein wollen würdet, dann schreibt mir gerne bei Instagram eine DM, schickt mir Bilder, schreibt mir die ganze Beschreibung zu eurem Bike. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf jeden Fall im nächsten Format mit drin zu sein. Ansonsten abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, checkt mein Instagram-Profil aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.